Moin Leute, ich bin's endlich gekommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und damit herzlich willkommen zu einem, ich sag mal, kleinen neuen Format, was ich auf meinem Kanal habe. Nämlich werde ich ab und zu, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ein Thema aus der Politik ansprechen und hier ein bisschen erklären, erläutern und was da so auf uns zukommen könnte. Und damit herzlich willkommen zu diesem ersten Video meines neuen Formats. Nev erklärt Dinge aus der Politik. Besseren Namen müsste ich mir vielleicht überlegen, aber das schauen wir mal in der Zukunft. In diesem Video geht es um ein Thema, was zurzeit die Medien maßgeblich überflutet, nämlich die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1, dass wir zurzeit kein Gas mehr aus Russland bekommen und was die Medien dadurch befürchten. Jetzt einmal erstmal ein paar Basic-Infos zu Nord Stream 1. Was ist das überhaupt? Nord Stream 1 ist eine in 2011 in Betrieb genommene Unterwassergaspipeline, die vom russischen Vyborg zum deutschen Lubmin bei Greifswald führt. Sie ist eine 1224 Kilometer lange Röhre, die durch die Ostsee führt und konnte 2020 und 2021 ungefähr 60 Milliarden Kubikmeter Gas befördern. Umgerechnet sind das ca. 88.000 Würfel an Fußballfeldern oder 37.000 Mal das Burj Khalifa aus Gas. Das sind aber Größen, mit denen wir, glaube ich, nicht wirklich umgehen können, deswegen kurz ziemlich viel Gas. Neben Nord Stream 1 gibt es noch eine Gaspipeline, die parallel zu dieser verläuft, nämlich Nord Stream 2. Sie wurde zwar am 6. September 2021 vollständig fertiggestellt, aber bisher floss da noch gar kein Gas durch. Das ist so, weil unser jetziger Bundeskanzler Olaf Scholz am 22. Februar 2022 das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gestoppt hat. So, das waren erstmal ein paar Basic-Infos um dieses ganze Nord Stream-Ding, was das ist und ja, warum das da ist. Wichtig dazu zu sagen wäre, dass ungefähr 35% zum aktuellen Zeitpunkt unserer Energie aus russischem Gas entsteht. Daher sind wir in der Vergangenheit ziemlich abhängig von Nord Stream 1 gewesen. Jetzt aber erstmal, was passiert dort gerade? Wie in jedem Jahr begannen am 11. Juli die Wartungsarbeiten von Nord Stream 1. Die Wartungsarbeiten sollen bis zum 21. Juli andauern und bis dahin fließt auch kein Gas. Medien befürchten, dass Russland nach den Wartungsarbeiten trotzdem kein Gas fließen lässt und diese Wartungsarbeiten als politisches Manöver gegen Deutschland zu verwenden. Doch ob das wirklich so passieren kann, weiß eigentlich niemand. Sollte Russland nach den Wartungsarbeiten wirklich den Gashahn zugedreht lassen, muss Deutschland bzw. die deutsche Regierung eine Alternative zu dem russischen Gas finden. Man muss entweder das fehlende Gas aus anderen Ländern importieren oder generell Alternativen zu Gas finden. Die FDP fordert daher, die jetzt noch aktiven Atomkraftwerke länger laufen zu lassen oder das Verbot der Erdgasförderung durch Fracking aufzuheben. Das wirkt sich in dem Fall aber beides negativ auf unsere Umwelt aus. Denn Atomkraftwerke bringen das Problem des Sonder- bzw. Atommülls mit sich und beim sogenannten Fracking werden teilweise giftige Chemikalien in den Boden gespritzt, bei denen die Gefahr besteht, dass das Grundwasser verseucht wird. Als letztes würde neben Gas noch übrig bleiben, dass man entweder mehr auf erneuerbare Energien setzt oder die bisherige Kohleenergie weiter ausbaut oder benutzt. Erneuerbare Energien wie Windräder oder Photovoltaikanlagen, auch Solaranlagen genannt, werden schon lange gebaut, doch die bringen das Problem mit sich, dass sie sehr lange brauchen, gebaut zu werden, weshalb das keine realistische Energiequelle ist, um vollständig durch den Winter zu kommen. Das naheliegendste wäre dann die Kohleenergie. Das Bundeswirtschaftsministerium hat Kohlekraftwerkbetreiber von stillgelegten Kraftwerken bereits dazu aufgerufen, sich bereitzuhalten, falls deren Kraftwerke bald wieder gebraucht werden. Die Braun- und Steinkohleverbrennung bringt aber leider das massive Problem der Luftverschmutzung und der daraus resultierenden Erderwärmung mit sich. Und außerdem sind es fossile Energieträger, die irgendwann erschöpft sind. Daher ist das auch nicht die beste Option. Sollte Deutschland den Energiebedarf mit entweder Gas aus anderen Ländern oder einer anderen Energiealternative decken können, könnte das Worst-Case-Szenario eintreten. Das Worst-Case-Szenario sieht so aus. Ärmere Menschen könnten ihre Nebenkosten nicht mehr bezahlen, Deutschland würde das Gas ausgehen und wir hätten dann irgendwann keine Energie mehr und wir würden alle nicht durch den Winter kommen. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass es so passieren wird. Deswegen kommen wir jetzt auch zum Schluss und zu meinem Fazit. Als erstes und auch am wichtigsten ist, keine Panik haben. Das eben beschriebene Worst-Case-Szenario ist nicht wirklich wahrscheinlich und könnte auch nur dann eintreten, wenn Russland tatsächlich den Gashahn nicht mehr aufdreht. Und das ist auch noch nicht sicher. Deswegen wäre Angst oder Panik in dieser Situation nicht wirklich das Richtige.
Klar, es ist jetzt schon so, dass ärmere Menschen teilweise ihre Energiekosten nicht mehr zahlen können. Aber daher versucht Deutschland jetzt gerade schon, diesen ärmeren Menschen finanziell zu helfen. Kurz Pause, das stimmt tatsächlich nicht ganz. Denn Deutschland hat zwar ein Entlastungspaket, leider kommt es irgendwie bei den Falschen an. Also eher bei denen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Deutschland arbeitet jetzt gerade an einer anderen Option, um den Ärmeren zu helfen. Aber diese Option ist noch nicht wirklich da. Deswegen stimmt das, was ich da gesagt habe, nicht ganz. Daher stellt sich jetzt die Frage, was können wir als normale Bürger dagegen tun? Naja, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Einfach mal nicht so lange unter der heißen Dusche stehen, Klamotten nicht nur einmal anziehen, dann direkt in die Wäsche werfen, bei den heißen Temperaturen da draußen lieber mal den Wäscheständer als den Trockner verwenden, das Licht ausmachen, wenn man es nicht unbedingt braucht und allgemein versuchen, im Alltag Energie zu sparen. Wenn wir Energie sparen, geben wir im Prinzip der deutschen Regierung mehr Zeit, eine Alternative zu dem russischen Gas zu finden, falls dieses ab dem 21. Juli tatsächlich nicht mehr fließen sollte. Da kommen wir eigentlich im Prinzip schon zu meinem letzten Punkt. Wenn Deutschland von Russland kein Gas mehr bezieht, hat Putin vielleicht genau das erreicht, was er eigentlich gar nicht wollte. Nämlich, Deutschland wäre unabhängig von Russland. Im Jahre 2021 hat Deutschland 55% seiner Energie aus russischem Gas bezogen. Aktuell sind es nur noch 35%. Und wenn wir eine Alternative zu russischem Gas finden würden, wäre das gar nichts mehr und wir wären unabhängig von Russland. Und somit hätte Russland nichts mehr in der Hand gegen Deutschland. Wenn dieser gesamte Fall nicht eintreten sollte und am 21. Juli 2022 wieder ganz normal wie davor auch russisches Gas durch Nord Stream 1 fließen sollte, muss man schauen, wie man mit dieser Situation umgeht. Mein persönlicher favorisierter Fall wäre, wenn Deutschland trotzdem Alternativen sucht von russischem Gas. Erstens, weil wir unabhängig von Russland wären und mir das relativ wichtig wäre. Und da wir so den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht irgendwie indirekt mitfinanzieren würden. So, das war's im Prinzip auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Und falls ihr irgendwelche Kritik habt zu diesem Video, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich nächstes Mal besser machen kann und worauf ich vielleicht mehr achten muss. Deswegen, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Hau rein, euer Nidax.